Hallo, mein Name ist Michael von Bennigsen. Ich bin Schauspieler hier am Hause seit vielen, vielen Jahren. Und ja, ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Sie sind gefühlt ganz weit weg. Ein bisschen traurig, dass wir jetzt alle immer noch im Lockdown sind und nicht spielen können. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, mich mit Ihnen, mit dem Thema Theater wahrscheinlich zu beschäftigen. Oder vielleicht sind es ja auch ganz private Fragen. Mal schauen. Ich greife auch mal nach ganz unten. So. Auf welche Rolle freuen Sie sich in dieser Spielzeit am meisten? Ja. Ich freue mich, wenn wir wieder spielen dürfen. Und wir haben jetzt als nächstes eine Entwicklungsarbeit, das Stück Wir, wo es um Klimaschutz geht und so. Da weiß ich noch gar nicht, ob es eine Rolle gibt oder mehrere Rollen. Und das nächste danach wäre dann Katabasis von Boris Jukananov, auch eine Entwicklungsarbeit. Da gibt es gar nicht so klar definierte Rollen. Deshalb freue ich mich darauf, etwas zu entwickeln oder mir selber eine Rolle zu entwickeln. Ja. Singender Schauspieler oder schauspielender Sänger? Was sind Sie lieber? Also ich bin kein Sänger. Meine Frau ist Sängerin, Opernsängerin an der Semperoper. Und ich bin absolut kein Sänger. Ich versuche zwar gerne zu singen, auch in der Schauspielband, aber ich halte mich da selber für keine große Leuchte. Aber ich lerne gerne dazu. Inwiefern kann man als professioneller Schauspieler aus der gemeinsamen Arbeit mit Laiendarstellern profitieren? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich arbeite ja ganz viel mit Laien durch den Bürgersprechchor. Und da merkt man erstmal, was wir überhaupt so gelernt haben als Schauspieler. Weil ja mit Schauspielern bestimmte Dinge einfach auf Anhieb funktionieren. Und das sehen wir sonst als selbstverständlich an, dass das einfach so funktioniert. Und man kriegt erstmal ein großes Bewusstsein für das Handwerk des Schauspielers an sich, also was den Unterschied eben ausmacht. Und ich glaube, als Schauspieler kann ich jetzt gar nicht so viel davon profitieren, selber für mein Schauspiel. Aber in der pädagogischen Arbeit mit den Laiendarstellern lernt man natürlich, wie das funktioniert, so etwas überhaupt von ganz vorne zu vermitteln. Jemanden, der gar nichts mit Theater sonst zu tun hat oder nur als Zuschauer. Also man lernt viel dazu, nicht unbedingt für mich als Schauspieler. Ihr Traumberuf als kleiner Junge? Fragezeichen. Bezieht sich das jetzt auf Schauspieler? Ihr Traumberuf als kleiner Junge? Na, mein Traumberuf als kleiner Junge war Ritter werden. Und war auch mal Feuerwehrmann. Genau. Da gab es so einen kleinen Drachen, der wollte unbedingt Feuerwehrmann werden. Das war so ein Kinderbuch und Feuerwehrmann fand ich ganz toll. Ja. Schauspieler. Nee, nicht als kleiner Junge. Welche Produktion hat Ihnen am meisten Spaß gemacht und was war die größte Herausforderung einer Rolle? Am meisten Spaß, das kann ich so nicht sagen. Jede Produktion macht anders Spaß, würde ich so sagen. Also zum Beispiel Nirvana hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil wir eben auch ganz, ganz andere Fähigkeiten erforschen konnten, andere Gebiete ausloten,
Also selber Musik machen zum Beispiel, das habe ich so vorher noch nie gemacht auf der Bühne. Es war eine große Bereicherung. Ja, und damit war das auch eine sehr große Herausforderung. Ja, vielleicht zwei Sachen beantwortet mit einem Stück. Ja, die Zeit ist schon um. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich hoffe, Sie bleiben gesund und Sie kommen gut durch diese Krise und dass wir uns bald wieder im Theater sehen. Das wäre sehr schön. Und dann müssen Sie bitte auch alle wiederkommen. Dankeschön.